Ja, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zur ersten Pressekonferenz im Jahr 2017, zu unserer Vorspieltagspressekonferenz zum Spiel des HC Erlangen gegen TSV Hannover Burgdorf. Ich begrüße unseren Cheftrainer hier vorne und bitte ihn, auf die Vorbereitung zurückzublicken und uns zu sagen, wie er die Mannschaft auf Hannover einstellen möchte. Ja, lange Vorbereitung oder lange Pause. Aber ich finde, wir haben auch die Vorbereitung gut genutzt, könnte gut trainieren, fast immer alle an Bord, nur Kleinigkeiten. So, ich finde, wir haben diese Wochen gut genutzt, sind gut vorbereitet und wir freuen uns, dass es losgeht, dass wir wieder spielen dürfen in unserer Arena, vor unser Publikum. Und ja, Hannover, wissen wir, eine starke Mannschaft, hat sich sehr gut entwickelt über Jahre, stehen jetzt auf Platz 5, haben 6 Nationalspieler, sind auch eine gefährliche Mannschaft. So, wir müssen hier zu Hause eine gute Leistung bringen, um zu gewinnen. Das wissen wir, aber wir bleiben ruhig, wir fangen Rückrunde an und bleiben bei unseren Zielen, was wir von vorn an gemacht hat und daran arbeiten wir, aber wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Danke, Robert. René, auch das Backoffice freut sich, dass es Samstag wieder losgeht. Wie hast du denn die Vorbereitung der Jungs beobachtet? Ja gut, Robert hat ja zum Sportlichen, glaube ich, jetzt schon eine Menge gesagt. Die Jungs haben sowohl in der Halle als auch außerhalb viel Schweiß vergossen, aber wie es Robert auch schon gesagt hat, wir haben nach wie vor viel vor. Die Rückrunde wird nochmal sehr interessant. Wir haben viele große Spiele jetzt hier auch in der Arena. Und da warten uns noch wirklich sehr, sehr schwere Brocken. Ich meine, wir haben eine super Hinrunde gespielt, wir haben 18 Punkte auf dem Konto, das ist phänomenal für einen Aufsteiger. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass der Klassenerhalt damit noch nicht gesichert ist. Wir müssen noch richtig Gas geben, um da unser Ziel, den vorzeitigen Klassenerhalt zu sichern. Müssen wir hier weiter alles geben und dürfen jetzt nicht uns auf den Lorbeeren ausruhen, sondern an dem weiterarbeiten, was uns bisher auch so stark gemacht hat. Und deswegen wollen wir natürlich am Samstag da direkt anknüpfen. Hannover wird uns alles abverlangen, eine Top-Mannschaft. In den letzten Jahren haben sie gezeigt, dass sie die Entwicklung immer weiter nach oben in der Tabelle geführt haben. Und da müssen wir halt wirklich alles reinlegen, um da eine Chance gegen so eine super Mannschaft zu haben. Aber ich denke, auch was den Vorverkauf angeht, wir werden wieder eine volle Hütte haben. Und da freue ich mich schon drauf, wieder ein neues, weiteres Fest hier in Nürnberg feiern zu können. Danke, René. Katze, einer deiner Ex-Vereine, gegen den du spielst. wie heiß seid ihr denn als Mannschaft, dass ihr wieder vor eurem Publikum ran dürft? Ja klar, ich meine, die Spiele in der Arena sind immer was Besonderes. Da wissen wir, dass wir eigentlich jeden Gegner schlagen können, wenn wir einen guten Tag haben mit der Unterstützung der Fans. Für uns kam vielleicht die Winterpause zur falschen Zeit, weil wir einfach einen guten Lauf hatten zu dem Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz haben wir die Zeit im Januar gut genutzt und wieder hervorragend gearbeitet. Ich denke, wir gehören mit zu den fittesten Teams in der Liga und das ist halt auch eine unserer Stärken und die müssen wir nutzen, dass wir viel laufen. Zu Hannover ist zu sagen, dass sie sicherlich sehr, sehr schwer auszurechnen sind, weil sie auf jeder Position wirklich doppelt gut besetzt sind. Es ist egal, welchen Spieler du da an die Kette legst, die können wechseln und bringen einen, der genauso gut ist. Ich meine, ihnen fehlen Torge Johansen und Chabas Switch, zwei wichtige Spieler. Aber nichtsdestotrotz stehen sie auf dem fünften Platz und werden sicherlich mit 2 Punkten nach Hause fahren wollen. Danke, Katze. Zeit für Ihre Fragen. Ich warte noch, bis der Philipp fertig geschrieben hat. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. René, du hast gerade angedeutet, Vorverkauf läuft gut, volle Hütte. Was heißt das konkret? Also wir sind weit über 3.000 im Vorverkauf. Ich denke, wir werden die 4.000er-Marke definitiv überschreiten, was gegen Hannover, denke ich mal, ein sehr gutes Ergebnis sein wird. Wir haben auch eine Aktion mit Schlag dem HC am Laufen, wo ich dann auch schon sehr gespannt bin, in welcher Sportart die Jungs danach antreten dürfen. Und dementsprechend, ja, glaube ich, dass wir dort ein gutes Ergebnis auch im Zuschauerbereich erzielen werden. Für ein erstes Spiel zum Rückrundenauftakt. Ich darf ergänzen, dass wir eine Seite des Vorhangs öffnen werden. Das war die Frage wahrscheinlich. Nee? Schlag den HC, was kann man da sagen? Wie waren die Reaktionen? Wie war der Rücklauf? Ja, die war, also wir haben es ja jetzt zum ersten Mal durchgeführt und dementsprechend war es für uns jetzt ja auch ein Pilotprojekt. Dafür ist es sehr, sehr gut gelaufen. Viele Vereine haben sich da sehr für interessiert und werden
jetzt, also ich bin gespannt, was es am Ende wirklich bei rauskommt, welche Sportart dann gewählt wird, aber die Resonanz war definitiv sehr gut. Robert, in Hannover habt ihr lange Zeit ja auch gut mitgehalten, wart mit dabei. Wie groß ist da die Gefahr, dass man sagt, okay, Heimspiele sind ja nochmal was anderes als auswärts, da auch ja, auf dem Boden zu bleiben, ist der falsche Ausdruck, aber da nicht die falschen Gedanken im Hinterkopf zu haben. Das ist richtig. Du hattest gerade gesagt, wir müssen am Boden bleiben. Wir müssen verstehen, das geht von null wieder, fangen von null wieder an. Wir haben eine unglaubliche Hinrunde gemacht, aber das, daran dürfen wir nicht denken, sondern wir müssen von neu anfangen. Was wir da angefangen hat mit unseren Ziele, Vorbereitung, mentale Stärken, alles. Und wenn wir das machen, wenn wir gut ins Spiel reinkommen, dann haben wir auch gegen Hannover eine Stärke oder eine Chance. Das wissen wir. Was Katze gesagt haben, die haben super Besetzung, zwei auf jeder Position. Das heißt, wir müssen eine sehr gute Abwehr spielen, guten Torwart haben, um überhaupt eine Chance, und unsere Stärke natürlich viel laufen. Dann können wir vielleicht zwei Punkte holen am Samstag. Nico, du hast ja nicht nur in Hannover gespielt, du hast auch in einiger der Zeit, wo du anderweitig unter Vertrag warst, in Hannover gelebt mit deiner Frau. Ist es für dich da gegen Hannover noch mal was anderes als gegen die anderen Ex-Vereine? Hannover ist natürlich eine spezielle Situation für mich, weil ich im Prinzip 2 Jahre auf der Tribüne sitzen musste aufgrund meiner Knieverletzung und einfach Handball zuschauen musste. In dem Fall bin ich gegen Hannover immer motiviert. Gut, ich bin wahrscheinlich auch motiviert, wenn wir morgen gegen einen Regionalligisten im Pokal antreten, dann bin ich auch motiviert. In dem Fall finde ich es wichtig, dass wir auch gut in die Saison starten, weil man weiß am Anfang jetzt nach der Vorbereitung nicht, wo man ungefähr steht. Und was halt eine Menge ausmacht, ist, dass man Selbstvertrauen hat. Und das hat man am Ende der Hinrunde gesehen, dass wir mit sehr viel Selbstvertrauen gespielt haben und im Endeffekt dann in den Lauf geraten sind. In dem Fall ist es schon ein wichtiges Spiel, weil wir den ersten guten Schritt machen müssen für unsere weiteren Ziele. Über die Vorbereitung habt ihr ja alle auswärts gespielt, also waren auch nicht so viele Fans dabei. Wie ist so dein Rückblick auf die Spiele, speziell dann ja auch das Göppingen-Spiel in Öhringen, das ja durchwachsen war, sagen wir mal so. Also erste Halbzeit weniger berauschend, zweite deutliche Leistungssteigerung. Aber wie sieht da deine Bilanz der Vorbereitungsspiele aus? Ja, es geht eigentlich. Das war, ich finde, unser Training ist sehr gut gelaufen. Trainingsspiele ging. Wir haben natürlich die 2 ersten Spiele, da haben wir sehr hohe Belastung gehabt. Da waren alle sehr, sehr müde. Gegen Bregenz fand ich sehr, sehr gut. Aber gegen Göppingen, wie gesagt, ich glaube, das war gut. Richtige Gegner zu richtigen Zeitpunkt, ein kleiner Wecker. Wie man nicht spielen soll in erster Bundesliga. Also ich glaube, das hat auch... auch als Testspiel war das sehr gut für uns. Alle Fragen sind geklärt. Dann danke ich fürs Kommen. Und wir sehen uns am Samstag um 19 Uhr hier in der Arena wieder. Vielen Dank. Tschüss.